Grüß euch, DO1 HFS von Funkfieber hier und heute machen wir Portabelbetrieb mit dem FT710 von Yaeso, die Field-Version. Ist kein technisches Review, hier gibt es genügend im Internet und auf YouTube zum Finden. Hier geht es jetzt einfach nur mal so um einen Erfahrungsbericht jetzt in den letzten Monaten mit dem Gerät. Und ich habe den halt portabel, in Anführungszeichen portabel dabei, eher in der Field-Day-Manier. Also ich habe jetzt die Station im Kofferraum aufgebaut und werde hier Parks und Irma. Aber alles Weitere noch im Intro. Ja, ganz banaler Aufbau eigentlich. Man sieht hier jetzt den FT710. Eine Powerstation 230 Volt, die Sanfu. Mein Panasonic ist auch schon griffbereit dann für Digimodes. Und als Stromversorgung nutze ich ein umgebautes, HP Servernetzteil mit zwei Powerpole Ausgängen. Das ist so hier mein Setup heute für Parks on the Air mit dem FT710. Und nehme ich jetzt einfach hier so ein bisschen mit und ich plaudere so ein bisschen über meine Erfahrungen mit dem Gerät im Stationsbetrieb bei mir zu Hause. Und ja, ich habe den einfach jetzt gaudi halber mitgenommen für diese Aktivierung, einfach weil ich mal mehr Power abrufen kann für Parks und die Air und das Gerät von der Größe her das eigentlich ganz gut zulässt. Ja, und nicht zu vergessen, die Antenne ist ja genauso wichtig. Hier kommt heute die Draußenfunkantenne zum Einsatz. CQ Parks on the Air, CQ Parks on the Air, Delta Oscar 1, Hotel, Foxtrot, Sierra, calling, CQ Parks on the Air. Alpha Delta 4, GA Network. Kilo Delta 0, Whiskey Queen, Norway. November 3, Romeo Charlie Whiskey. Kilo 1. Echo. Ja, von den Antennen bin ich ein großer Fan. Geht auf jeden Fall hervorragend. Ja, wir schauen uns jetzt das Gerät einmal ein bisschen im Frontbereich an, was ich halt so schätze an dem Gerät von der Bedienung her. Wir sind hier jetzt in meinem Check. Habe mich dazu entschlossen, dass es einfach ist, für mich im Check zu zeigen als draußen, weil das Gerät doch recht klein ist und etwas unhandlich im Portabelbetrieb jetzt so herzuzeigen, wie zum Beispiel ein Portabelfunkgerät oder ein Handfunkgerät. Was mir sehr gut gefällt, ist einmal das wirklich sehr scharfe Display. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt so sehen, wie ich das sehe. Schauen wir mal. Also es ist wirklich richtig schön scharf. Das Display, dann auch hier die einzelnen Knöpfe immer in Griffweite für die Finger, wenn man am VFO dreht, genauso wie die anderen Drehknöpfe oder Multifunktionsdrehregler sehr griffbereit sind für das Ganze. Hier ist dann nochmal Fast und Fine Tuning, also dass man den VFO etwas langsamer und feiner einstellen kann. Von der Geschwindigkeit her absolut toll. DSP und Reset DSP ist hier herunten versteckt, braucht man nicht ganz so häufig. Funktionstaste, ich kann hier mit drauf drücken um ins Menü und hier verschiedenste Einstellungen abrufen. Schauen wir mal, ob wir das mit dem Zoom ein bisschen hinbringen, dass ihr das ein bisschen seht. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, das geht einigermaßen. Man kann hier aktuelles Color auswählen, man kann unter elf verschiedenen Farbgebungen wählen. Wenn man jetzt hier einfach mal das Touch reagiert, sehr gut. Jetzt ist halt das alles blau im Wasserfall und das reagiert halt recht gut. Das ist halt so Icon-like. Kann man hier nach Belieben einstellen. Habe eben gerade eine Parks on the Air Station aus Amerika gearbeitet. November Victor 4 Hotel. Da habe ich gerade eben gearbeitet. Mit 5 und 5 ging sehr gut. Also ich habe hier auch tatsächlich das Original Mic die ganze Zeit im Einsatz und bin eigentlich
sehr zufrieden. Im Stationsbetrieb wird sie natürlich dann irgendwann mal anbieten, ein Stationsmikrofon zu nutzen. Des Weiteren gefällt mir eigentlich recht gut. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück ein bisschen und das wieder ein bisschen sehen. Also wie gesagt, hier oben sind nochmal 5 Tasten, Noise Blanker, Clarify, Splitbetrieb, Spotten, dann die Modi zum Durchwählen. Also ich kann hier einmal drauf drücken und dann tippe mir einfach USB, also meinen Mode, den ich haben möchte, oder LSB, USB und dahin geht's. Bandwahl tippen, jetzt gehe ich hier auf 21, also auf 15 Meter Band, habe halt mal FT8 gemacht. Dann habe ich hier natürlich, kann hier natürlich das Level einstellen, damit ich die Signale besser sehe. Ja, da ist was los gerade. Ich gehe aber jetzt wieder zurück auf 10 Meter, das ist eindeutig aktuell, einfach am meisten los. Sehr intuitiv, sehr schnell eigentlich von der Bedienung drinnen gehabt, das Gerät. Was mir sehr gut gefällt, hier kann ich dann zwischen Speicher und Frequenzwahl wechseln, A, B, umschalten, Band, Narrow, DNR, Speicher, also zum Speichern. Dann der Tuner, Antennentuner, der funktioniert recht gut. Ich habe eine Stationsantenne, eine 9:1 mit 16,2 Meter Draht in der Vertikale. Das lässt sich von 80 bis 10 Meter ohne weiteres tunen mit dem internen Tuner. Hier kann ich die Vox aktivieren, einstecken eines Kopfhörers. Genau, das Multifunktionsgerät, hier kann ich eine Funktion hinlegen, zum Beispiel die Sendeleistung, kann ich hier über Drücken, also als Schnellfunktion, hinterlegen. Die bleibt so lange hinterlegen, bis ich sie im Menü ändere. Also ich kann hier dann Mic-Gain ändern, alle möglichen Einstellungen, auch die CW-Funktionen ein- und ausschalten, die Geschwindigkeiten. Dann komme ich auch hier in die ganzen Hauptuntermenüs noch rein, wie Operation Settings, wo dann Feintunings stattfinden können. Hier muss man sie natürlich selbst spielen. Aber grundsätzlich, die Bedienung ist sehr intuitiv und einfach. Ich war ein bisschen skeptisch. Ich kenne ja 857, 891, die von der Menüführung her sehr speziell sind. Aber hier sehe ich tatsächlich keinerlei Schwierigkeiten. Ja, was mir nicht so gut gefällt, ist tatsächlich dieses 3D-Spektrum, dieses 3DSS. Mir erschließt sich der Sinn dahinter, um einfach über einen längeren Zeitraum Signale beobachten zu können. Aber ich kann zwar jetzt nur das Ganze expanden, dass es ein bisschen mehr Platz ist, aber grundsätzlich kann ich nichts damit anfangen. Ich verstehe den Sinn dahinter, aber mir ist das zu anstrengend und zu unübersichtlich. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Ich kann hier nichts anfangen damit, mit dieser Darstellung. Vielleicht liegt es aber auch an der Farbe, dass das einfach zu schwierig ist. Aber dieses in den Raum fließende, ich wüsste aber jetzt auch akut nicht, wie man es besser darstellen könnte, als wenn man jetzt die ganze Fläche von dem Display nutzen würde. Genau, mir gefällt tatsächlich der klassische Wasserfall oder Spektrum am besten, aber in der nicht expanden Version, damit ihr halt hier zum Beispiel die AGC-Säge oder den Amplifier oder den Attenuator hier an- und abschalten kann, das ist mir persönlich fast wichtiger und angenehmer zum Arbeiten. Ich kann natürlich hier auch hergehen auf Multi, säge natürlich ein paar mehr Informationen. Habe ich bis jetzt auch. Es ist eine nette Spielerei, aber ich habe es bis jetzt nicht gebraucht. Expand macht vielleicht einen Sinn, wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach den Hauptaugenmerk auf das Spektrum legen. Macht es natürlich hier mehr Sinn. Ich kann natürlich auch die ganze die Spannweite natürlich anpassen, jetzt zum Beispiel auf 200 kHz, also 100 kHz nach links und rechts. Ich kann das Ganze natürlich einstellen, also dass sich nur der Cursor bewegt, also dass das Spektrum stehen bleibt, oder ich das Spektrum bewege in der Ansicht. Ich habe es halt am liebsten, dass ich das Spektrum bewege,
anstatt den Cursor. Es ist Gewohnheitssache, ganz einfach. Also wie es jedem beliebt. Mir ist es so am liebsten, ich kann bis zu einem Megahertz, also 500 Kilohertz in jede Richtung, das Ganze erweitern. Frage ist halt natürlich dann die Erkennbarkeit von den ganzen. Mir sind am liebsten 50 oder 100 Kilohertz von der Breite her, weil ich hier einfach dann links und rechts am besten sehe und das reicht mir eigentlich vollkommen aus. Genau, ich kann hier natürlich noch die Geschwindigkeit des Wasserfalls einstellen, wie schnell dieser fließen soll. Das ist jetzt die schnellste Ansicht. Slow 2 gefällt mir hier tatsächlich am besten. Hier habe ich die meiste oder die beste Darstellung zu dem Ganzen. Jetzt wenn ich hier das ist natürlich auf diesen 3D anwende. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund von dieser 3D-Ansicht. Fast 1 war vielleicht auch noch in Ordnung, aber mir gefällt Slow 2 am besten. Einfach, ja, ist Gewohnheitssache, wie man es natürlich einstellt. Die Möglichkeiten hat man hier natürlich. Hier habe ich natürlich dann noch Squelch und RF Gain zum Einstellen. RF Gain, also die Lautstärke vom vom Funkgerät selbst. Den Lautsprecher finde ich vollkommen in Ordnung. Vom Yaesu FT710 gibt überhaupt nichts zu meckern. Hier habe ich dann nur die Einstellung Step, Match und DSP. Kann ich hier nochmal fein einstellen über diesen Multifunktionsknopf. Genau, bei Bedarf. Habe ich bisher noch nicht gebraucht, also jetzt in den Tests. Ich habe es erst seit 2 Monaten das Gerät, also hier finde ich vielleicht noch das ein oder andere nette Gimmick darin. Aber so jetzt grundsätzlich mal jetzt eine Funktion, was ich halt jetzt ständig gebraucht habe oder für mich eingestellt habe an dem Gerät. Ja, praktisch natürlich nur an dem Ganzen ist hier, der Drehregler hat dann nochmal so eine Fast-Funktion. Hier kann ich in 5 Kilohertz Schritten den 5O bewegen, damit ich hier ganz flott von A nach B komme, sozusagen. Genau, das ist NV4H, den habe ich vorhin gearbeitet, Parks und E-Aktivierung, K4632, Mayaka State Forest, Mayaka, wie auch immer man das spricht. Genau, vollkommen in Ordnung, sage ich jetzt hier von der, nein, es ist sogar was anderes, 435, bin total falsch, 335 ist er, mal schauen, ob er da drauf ist. Aber egal, also wie gesagt, ist mir vollkommen ausreichend. Ich finde es auch ein wunderschönes Gerät. Fügt sich super in der Scheck ein. Es wirkt modern von der Linienführung her. Also kann das echt empfehlen. Es macht tierisch Spaß. November Radio 3 Quebec. Ja, jetzt hören wir uns einfach mal nur den Lautsprecher ein bisschen an. Ich soll jetzt nochmal ein paar gute Signale raus, damit ihr eine Vorstellung habt, wie es das klingt. Victor Echo 3, Mike Bravo. Okay, you're 5-9 Delaware, Delta Echo. The call's November Radio 3. Congratulations, thank you, bye-bye, 73. Oscar November 6, X-ray Whiskey, Papa Yellow 2, Germany, Juliet. Thank you so much. You should be making many more contacts. Conditions improving by the moment, Zorin. So 73 to you. All the best, Zulu 35. Oscar, November Echo, November Julia 2, Uniform Sierra. Ja, das war es jetzt hier eigentlich so jetzt einmal so von dieser Vorstellung. Also wie gesagt, die hinteren Anschlüsse sind ja auch bekannt. USB-B für das Cat Controller und Sound Interface auf der Rückseite. Ein PL-Anschluss für das Antennenkabel.
Dann ein DVI-D-Anschluss für einen externen Monitor, den ich nicht im Einsatz habe hier im Scheck. Meine beiden Monitore hängen an meinem Scheckrechner. Das ist mir persönlich ein bisschen wichtiger. Im Portable-Betrieb habt ihr ja gesehen, da habe ich euch ein paar Ausschnitte gezeigt, werde ich noch zeigen, je nachdem wann das jetzt in dem Video kommt, wo ich die Parks an die R-Aktivierung damit gemacht habe. Es ist ein tolles Fieldgerät, weil es halt nicht groß ist, es braucht nicht viel Platz. Natürlich hier den Tragegriff absolut in Ordnung eigentlich zum Tragen für den Filter und macht Sinn. Ja, das war es jetzt hier mit dem Fazitvideo, Erfahrungsberichtsvideo zum IC710. Ist vielleicht ein bisschen knapp, aber es ist ein klassisches Review, habe ich jetzt eher sinnfrei befunden, weil es ja doch hier einiges gibt im Internet und auf YouTube zu finden zu dem Gerät mittlerweile. Es ist ja doch schon seit 2 Jahren jetzt auf dem Markt, glaube ich fast. Ja, darf jetzt 2 Jahre sein. Und jetzt haben sie halt die Field-Version rausgebracht, ohne den Lautsprecher, nur mit diesem Tragegriff. Vollkommen legitim in meinen Augen. Macht tierisch Spaß, also wer ein neues Gerät sucht und als modernere Gerät haben möchte, ist mit dem FT710 gut beraten. IC7300 ist aber nicht schlecht, er ist halt nur älter. Das muss man bewusst sein, er ist ein bisschen älter, aber die Community drumherum ist viel größer. Beides Top-Geräte. Ich persönlich würde halt beim Neukauf hier zum 710 tendieren. Genau, das war es jetzt hier eigentlich soweit. Video IC710. Nein, nicht IC710, FT710. Da war DO1 HFS von Funkfieber. Macht es gut und wir sehen uns in den Videos. Und vielen Dank an Alex Radio Shop für die Zurverfügungstellung des Geräts über diesen Zeitraum jetzt. Und danke dafür, Alex. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut.